ich fange gleich an. Wer mag, kann gerne die Augen schließen. Stell dir mal ein Blatt vor, ein Blatt an einem Baum. Stell dir vor, wie die Sonne durch die Adern scheint. Sieh, wie es sich mit den anderen Blättern um sich herum vereint. Und jetzt stell dir vor, ich habe ein ganz anderes Blatt als du gemeint. Und jeder einzelne Mensch in diesem Raum hat sich seinen eigenen Baum vorgestellt. So verhält es sich mit vielem auf der Welt. Ich habe diesen Text Ginkgo genannt und er handelt von der Liebe und wie ich vor ihr weggerannt und letztendlich doch geblieben bin. Ich habe viele Freunde um mich herum. Meine Interessen sind wie ein buntes Farbspektrum. Ich habe unzählige Lieblingslieder und auf Bühnen passiert es immer wieder, dass ich einen neuen Text in meinen Händen halte, der etwas ganz anderes sagt als einer von den alten. Doch ich mag alle so, wie sie sind. All das klingt jetzt ganz plausibel, doch in einer Hinsicht verhält sich meine Umwelt noch penibel. Es ist okay, wenn du zwei Fahrräder hast, obwohl eines dann davon verrottet in deinem Schuppen. Es ist okay, wenn du drei Kinder machst und die wiederum spielen mit jeweils 7 Puppen. Es gibt Anfertigungen, da kann man 4 Hunde am Körper anleinen. Und was ist mit mir? Ich soll warten auf den einen. Dieser Text ist für alle, die schon mal in glücklichen Beziehungen waren und sich trotzdem fremd verlieben. Der Text ist für alle, die gern mehr- oder zweigleisig fahren und für die Worte mein oder meine nichts mehr wiegen. Der Text ist für alle viel Lieber und viel Geliebten dieser Welt. Und für dich, damit auch du endlich so lieben sollst, wie es dir halt gefällt. Die Buche hat nicht zum Ahorn gesagt, ey, was geht mit dir ab, du Spacken, bist ein bisschen zu breit gefächert. Und die Kastanie wurde nicht für ihre Fünfblättrigkeit belächelt. Wir haben sogar die Rosen in Ruhe gelassen, obwohl die so stecheln und so wie der Ginkgo so sein kann, wie er ist. So habe ich es mein ganzes Leben lang vermisst. Stattdessen war da nur Schmerz, wenn sie sagten, entscheide dich endlich für einen und hör auf dein Herz. Ja, aber das schlägt Schläge auf Schläge auf Schläge auf Schläge, hört nicht auf, sich zu bewegen und im Kreise zu drehen. Mein Herz bildet Geschichten und zwar jeden Tag neu. Auf welche davon soll ich denn jetzt verzichten? Und nennst du das etwa treu? Meine Erziehung in der Gesellschaft hat mich von mir selbst entfernt. Da habe ich früher als Kind noch von einer Bonbon-Tüte Besseres gelernt. Die sagte, nimm zwei. Doch diese bunte, süße Lehre ging schon bald vorbei. Sie haben mich Schlampe genannt, als ich meinen Ex-Freund gefragt habe, ob ich fremdgehen darf. Und als er die Klampe nicht fand, hatte er gleich seine zweite zur Hand. Schauen wir uns mal die Weltliteratur an. Dort haben wir Männer, die sich heiße Affären aufbauen oder ganz böse fremdgehende Frauen. Die männlichen Protagonisten sind immer die Schlauen und die Frauen sterben sogar daran im furchtbaren Grauen. Anna Karenina, Effi Briest, Frauen bei Dostojewski und Stefan Zweig. Und bei Goethe rückt man immer näher, auf dass du uns die Frauen zeigst. Näher, näher, komm heran, damit ich sie alle sehen kann. In Zeitschriften, Bildern und Büchern, wie ein Altar mit schönen Tüchern, reißt du sie auf, deine Frauen, deine Weiber. Und die, die sich trauen, was zu sagen, die sind unfeine Neider. So viele Jahre hat es gedauert, bis ich mich endlich akzeptieren konnte für mich selbst und wie ich liebe. Wie oft habe ich meine Beziehung betrauert, weil es mir nicht gereicht hat, was ich kriege. Warum reicht es mir denn nicht? Warum reicht mir ein Mensch nur nicht? Und kein anderer als Goethe antwortet in seinem Ginkgo-Gedicht. Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Spürst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Ja, ja, denn meine Wimpern schlagen Schläge auf Schläge auf Schläge auf Schläge, hör nicht auf, sich zu bewegen und vor Aufregung zu beben, denn mein Herz sieht Geschichten, und zwar jeden Tag neue. Und erst, wenn es sie alle erzählen darf, ja, das nenne ich dann Treue. Und so fand ich mit Mitte 20 den Begriff Polyamorie. Und er klang in mir wie eine meiner 23.000 Lieblingsmelodien, und ich summte mit. Alles ist natürlich, weil es in mir geschieht. Oder bin ich etwa unnatürlich, nur weil die Gesellschaft nicht sieht, aus was sie besteht und nicht mal der Großteil erträgt, wie eine Minderheit liebt? Der Ginkgo-Baum ist besonders. Er ist nicht wie ein anderer. Auf unserer Welt ist er zwar heimisch, auf europäisch allerdings ein Wanderer. Man hat ihn hier erst im 17. Jahrhundert gepflanzt und seitdem hat er auch auf unserer Geschichte getanzt. Wie alle anderen Bäume schenkt er uns Energie. Wie alle anderen Pflanzen gibt er mir Melodie und wie alle anderen Menschen mag auch ich einfach Amorie. Denn wenn wir die Formen mal weglassen, Poly, Mono, Homo, Hetero, Sabio, Bliblablo, bleibt zum Schluss nur die Formel, bleibt am Ende Chemie. Oder wie wir sie nennen, die Liebe. Und die ist bei jedem und jeder von uns halt eigen. Darum lasst uns nicht mehr darüber schweigen, sondern lasst uns gegenseitig unsere verschiedenen Formen zeigen, damit die Liebe wieder wie Konfetti fliegt und uns so sehr erfüllt wie ein herbstlich bunter Blätterreigen. Wir alle lieben auf unsere eigene Weise.
das ist nun silberlindenklar. Und fühlst du dich mal komisch während deiner Reise, dann schließ deine Augen und sag, ja, stell dir dazu ein Blatt vor, das Blatt an einem Baum. Und nun geh raus und such danach und liebe deinen Traum. Vielen Dank.